Hallo Leute! Am Sandstrand der Bahamas relaxen oder zum Wandern ins Himalaya-Gebirge. Flugreisen um die ganze Welt sind keine Seltenheit mehr und gehören für viele zu einem richtigen Urlaub dazu. Doch die Welt ist nicht genug, denkt sich wohl auch Unternehmer Richard Branson. Er will Passagierflüge in den Weltraum anbieten, zu einem saftigen Preis. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Schon seit Jahren arbeitet Milliardär und Unternehmer Richard Branson daran, Menschen ins All zu bringen. Aber keine Astronauten, sondern Touristen. Seine Firma Virgin Galactic hat jetzt Pläne für ein neues Weltraumpassagierflugzeug enthüllt. Pläne dazu gab es zwar schon öfters, aber diesmal ist etwas anders, das zum Erfolg führen kann. Virgin Galactic arbeitet mit der NASA zusammen. Die US-Raumfahrtbehörde hat jahrzehntelange Erfahrung in der Raumfahrt. Außerdem will Rolls-Royce die Konstruktion und Entwicklung des Triebwerks übernehmen. Damit ist einer der namhaftesten Triebwerkbauer weltweit mit an Bord. Zwei vielversprechende Partner also, um den Plan in die Tat umzusetzen. So soll ein Flugzeug mit unglaublicher Leistung entstehen. Es soll mit dreifacher Schallgeschwindigkeit ins Weltall fliegen, also 3600 Kilometer pro Stunde. In 18.000 Metern Höhe soll man dann die Erde aus dem Weltraum bewundern können. Platz bietet das Flugzeug für 9 bis 19 Passagiere. Der Preis für ein Ticket ist deshalb ziemlich hoch. Ein Platz in dem Flieger soll 250.000 Euro kosten. Die Entwicklung des Flugzeugs dürfte aber noch etwas dauern, da auch noch der passende Treibstoff gefunden bzw. entwickelt werden muss. Wer also einmal ins All reisen möchte, sollte besser jetzt schon damit anfangen zu sparen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk uns doch einen Daumen nach oben. Solltest du Anmerkungen oder Fragen haben, dann kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.